Die ganze Welt stellt sich gefühlt gerade neu auf. Politisch, wirtschaftlich und auch privat bleibt irgendwie kein Stein am anderen. Eigentlich die perfekte Zeit, um sich auch energie- und mobilitätstechnisch neu auszurichten. Und genau das bringt uns zum neuen Hyundai Kona Electric. Ein Auto, das irgendwie die Essenz all der Antworten auf die vielen Fragen der E-Mobilität ist. Dazu aber später. Gönnen wir uns einen Blick auf das Design. Die durchgehenden LED-Lichtbänder an Front und Heck verleihen dem neuen Hyundai Kona Electro einen äußerst dynamischen und einzigartigen Auftritt. Dabei glänzt er durch seinen futuristischen Look, seiner dynamischen Straßenpräsenz sowie einem vergrößerten Raum für all die Abenteuer, die der Alltag so bringt. Ja, der Hyundai Kona Electro ist designmäßig ein absolutes Statement auf 4,35 Meter Länge und 1,82 Meter Breite. Warum ich das so betone? Weil es einfach eine Größe ist, die perfekt in unsere Zeit passt. Er ist groß genug, um komfortmäßig auf nichts zu verzichten und kompakt genug, um speziell im urbanen Bereich, in Garagen oder auf Parkplätzen einfach sehr entspannt unterwegs sein zu können. Und das ist für mich persönlich ein immer wichtigeres Argument. 466 Liter fasst das Gepäckabteil, das durch Umlegen der Rücksitzlehnen auf 1300 Liter vergrößert werden kann. Zusätzlich verfügt die batterieelektrische Version des Kona auch über einen sogenannten Frunk, also einem Stauraum unter der Motorhaube. Hier stehen weitere 27 Liter zur Verfügung, die zum Beispiel zum Verstauen des Ladekabels genutzt werden können. Schlau und durchdacht. Jetzt aber zur Emotion. Einsteigen, wohlfühlen und genießen heißt hier im neuen Hyundai Kona Electric die Devise. Einerseits die absolute Ruhe und Souveränität eines leistungsstarken E-Autos, das in 8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Andererseits die modernste Technik, vom Head-Up-Display über das Panorama-Display bis hin zur Smart-Sense-Ausstattung, die noch einmal deutlich verbessert und um neue Assistenzsysteme erweitert wurde. So sorgt eine Armada an technischen Helfern und das Ganze super easy und intuitiv zu bedienen. Aber konkretisieren können wir. Neben einem Spurhalteassistenten und dem Notbremsassistenten ist so beispielsweise auch eine kamerabasierte Ablenkungserkennung serienmäßig mit an Bord. Na gut, aber jetzt zurück zum eingangs erwähnten Thema, sich sinnvoll und nachhaltig für die Zukunft auszustellen. Und ganz ehrlich, da führt kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Auch wenn synthetische Kraftstoffe, biogene Anteile im Sprit bzw. Wasserstoff ja durchaus attraktive Zwischenlösungen sind. Im Kona Electro ist eine 65,4 Kilowattstunden große Batterie verbaut, die 218 PS auf die Straße bringt und Reichweiten von bis zu 514 Kilometern nach WLTP ermöglicht. Zur Ladezeit. Ist man unterwegs, dauert das Aufladen der Lithium-Ionen-Polymer-Batterie von 10% auf 80% an einer 350 kW Ladestation nur etwa 41 Minuten. Das können andere vielleicht auch. Was andere aber nicht haben, ist die sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion. Damit können verschiedene Geräte, wie zum Beispiel Elektrofahrräder und Roller oder Campingausrüstungen, direkt vom Auto aus aufgeladen werden. Ja, und genau das bringt uns zum Punkt, das Auto als Energiespeicher. Erlauben Sie mir ein konkretes Beispiel, warum ich vom Hyundai Kona Electric so begeistert bin, abgesehen davon, dass er einfach ein rundherum nahezu perfektes Auto ist, das im Grunde alle Mobilitätsbedürfnisse abdeckt. Meine 20 kW PV-Anlage generiert im Schnitt täglich etwa 100 Kilowattstunden. 45 davon benötigt das Haus, die Heizung, das Leben. 55 Kilowattstunden gehen täglich ins Netz. Sprich, selbst wenn ich zweimal die Woche den Hyundai Kona Electric komplett auflade, also rund 1000 Kilometer unterwegs bin, läuft Leben und Mobilität absolut autark. Klar, die Anschaffungskosten für so eine PV-Anlage sind hoch. Aber sind die einmal bezahlt, beschränken sich die Mobilitätskosten dank 8 Jahre Garantie auf die Batterie und 5 Jahre Garantie auf das Auto im täglichen Betrieb auf ein Minimum. Ja, die Idee ist einfach begeisternd und faszinierend, sich nämlich genau jetzt zu überlegen, wie man sein zukünftiges Leben
kostentechnisch minimieren kann und auf der anderen Seite umwelttechnisch nachhaltig aufstellen kann. Und das Ganze mit einem Auto wie dem Hyundai Kona Electric als Partner, der einfach in jede Situation passt. Den hat man, da fährt man, das funktioniert alles und das auf einem absoluten Top-Level. Und vielleicht noch ein Auto hat, das als Energiespeicher künftig für ein ganzes Haus dienen kann.